muss die deutsche Mannschaft sich zum Spalier aufstellen. Es werden die besten Spieler des Turniers, der beste Torschütze, die Verlierer aus Argentinien. Was heißt Verlierer? Sie sind auch Gewinner. Sie haben ein großes Endspiel abgeliefert. Sie haben der deutschen Mannschaft alles abverlangt. Und trotzdem werden sie sich verdammt schlecht fühlen, wenn sie an diesem Pokal vorbeilaufen müssen. Vielleicht der beste Fußballer, den es je auf dem Planeten gab. Ohne WM-Titel. Lionel Messi. Ganz sicher werden nicht alle der 40 Millionen Argentinier so schnell ihr Lachen wiederfinden. Dennoch nochmal, wie sie es geschafft haben, gleichwertig zu sein im Finale, verdient höchsten Respekt. Sepp Blatter und Dilma Rousseff, die Präsidentin von Brasilien, keine gute Mischung, um hier bejubelt zu werden. Das haben wir schon beim Eröffnungsspiel erlebt. Manuel Neuer ist auserkoren, dann wohl als bester Torhüter des Turniers. Ansonsten hätte er hier oben noch nichts verloren. Das sind die Trophäen, die jetzt zunächst vergeben werden. Auch da kommt er an vielen Fans und Vertretern aus der Liga zusammen. Wir haben Reinhard Rauber gesehen, Matthias Sammer ist hier. Meine private Meinung, das ist sowas von verdient. Er ist der beste Torhüter des Turniers. Auf der Linie erinnern wir uns an die Szenen gegen Benzema, gegen Paulinho. Seine Libero-Einsätze. Wolf von Niersbach, der DFB-Präsident. Sie alle sind so glücklich. Nicht nur über den Pokal, auch über das hier, auch über den Titel des besten Torhüters. Für die Adidas Golden Ball hat er locker geschultert, diese WM. Outstanding player of the tournament from Argentina, number 10, Lionel Messi. Eine große Geste, die man so vertreten kann, dem viermaligen Weltfußballer als besten Spieler dieser Weltmeisterschaft auszuzeichnen. Er hat in der K.O.-Runde nach wie vor nicht getroffen. Es ist ein Trostpreis, es ist eine Geste. Irgendwie ist der Größenunterschied von Neuer und Messi heute symbolisch. Next. To honor their participation in the FIFA World Cup Brazil 2014, FIFA will present commemorative medals to the officials of today's final match. A seguir, para homenagear sua participação na Copa do Mundo, FIFA Brasil 2014, Manuel Messi, sei schon, Lionel Messi. Hat die Kollegen gut eingesetzt, aber er hat es nicht zu Ende bringen können. Der Schiedsrichter mit falschen Entscheidungen in der Verlängerung schwamm drüber. Wer ist schon fehlerlos? Noch nicht mal Jogi Löw von Hansi Flick.
Spielerzeit.